Moin, kannst du mich hören? Oder ihr? Aber die kann ich auch wieder was lesen hier. Super. Wunderbar. Jo, das ist schön, dass alles funktioniert. Alles gut? Wie geht's euch? Alles gut? Also bis jetzt geht alles wunderbar. Bis jetzt läuft das hier auch. Hier muss ich mein Handy diesmal nicht nehmen. Alles gut. Internetverbindung ist top. Das ist natürlich, ne? Das ist bei jedem anders. Dachte ich, geh mal ganz kurz live. Fleischwurst, den Duft, müsste ich lügen, kenne ich noch nicht. Ist er gut? Na, das von wem das ist, weiß ich nicht, aber ob der Duft gut ist. Also ich habe. Okay. Den habe ich, soweit ich weiß, glaube ich, noch nicht getestet. Aber ja, müsste ich lügen. Steinkauz 9. Welchen Rammstein? Ich finde Bad Zinsen, ich finde Rosenrot am besten. Rosenrot. Also Big Mad Max, ich kenne den Duft nicht, ne? Falls du mich meinst. Der Black Intense. Der hält, also der war 7 bis 8 Stunden, so ungefähr. Painless Schattenwelt ist da. Guten Abend. Moin. Nein, es ging um den Kokain Black Intense. Rosenrot hält bei mir wirklich auch noch länger. Ja, 10, 12, 13, 14, der ist super. Das ist ein Top-Duft. Auch von der Qualität, ne? Richtig gut. Ich finde alle, abgesehen, dass ich jetzt Rammstein-Fan bin, ich finde alle wirklich sehr, sehr gut. Der Black Intense, ich habe den ja nur einmal jetzt so drauf gehabt. Das ist ein fruchtiger, rauchiger, ein bisschen starker Duft. Richtig gut. Rampage, Sam, moin erstmal. Hast du schon einen ersten Eindruck von Sadler und Greenlee? Stehen beide auf meiner Liste. Ja, also den Sadler solltest du dir auf jeden Fall holen. Genialer Duft, muss ich wirklich sagen. Ich weiß nicht, ob du den Percival kennst. Das ist der Sadler, ist im Endeffekt. Percival ist ja auch schon sehr, sehr nice und gibt auf den stehen viele. Aber
Sedley ist noch besser. Das ist die bessere Variante. Wirklich nice. Und der Greenlay ist schön saurer Apfel, grüner saurer Apfel mit ein bisschen Moos im Hintergrund. Richtig nice. Also wirklich, hätte ich nicht gedacht, wirklich gut. Painless, das stimmt. Die sind auf jeden Fall hochwertiger als die Preise. Das ist richtig, ja. Vielleicht abgesehen vom Original-Kokain, aber trotzdem ist der gut gemacht. Aber gut, der hält jetzt nicht so lange, aber das ist schon nicht schlecht. Barracuda-Fleischwurst habe ich noch nicht gerochen. Ich weiß, aber kenne ich so, aber kenne ich, ich persönlich hab das immer noch nicht geschafft. Semolito, wenn richtig ausgesprochen. Vielen Dank erstmal. Der Andy Tower ist ein geiler Duft. Schön trockene Wüste. Meinung zu Killian, Back to Black. Ja, schöner, sag ich mal, Honigduft. Ich bin aber kein großer Killian-Fan. Ich finde, die sind ein bisschen überbewertet, auch vom Preis. Wenn du einen richtigen Honigduft haben möchtest, dann hol dir Bee von Zoologist, Zoologic, Zoolodge, wie auch immer. Gold Waffi, mir geht soweit gut. Alles top. Und selber? Tom Ford Woodward ist zu empfehlen, ja. Kevin Lange kenne ich nicht. Ja, Nexus ist aber noch ein bisschen anders, weil Nexus ja auch noch Tabak drin hat. Ich weiß gar nicht, ob Back to Black hat ja, glaube ich, kein Tabak. Das ist ja eigentlich wirklich so ein richtiger ja, Honigduft, ne? Moin Meister, der Hafenmeister. Mir geht's gut. Top. Ich habe nicht wirklich heute, also Sand of the Day, dadurch, dass ich heute vieles getestet habe. Also im Endeffekt könnte man sagen, der Sedley ist mein Sand of the Day. Rabinot, vielen Dank. Einen starken Duft für einen Schornsteinfeger. Ja, da muss man einen Duft haben, der hält. Interlude Man, passt ja. Welchen Killian würdet ihr? So, ihr. Ich wollte gerade sagen, ich kann. Backern, keinen Shitstorm hier machen. Ich habe das schon gelesen. So war es, sie sind alle gut. Besser ist schwierig bei der ganzen. Also Bleu de Chanel ist immer noch das Parfüm an mich, für mich am besten. Sauvage sind beide gut oder das Parfüm kenne ich nicht, habe ich nie gerochen, weil das nicht stark sein soll. Fleischwurst, Uden, den muss ich auch, ja, das ist auch noch so ein Ding. Okay. Ja, sagtest du ja gestern schon, Painless, dass das ein guter Dupe sein soll. Ich habe, wie gesagt, noch keinen, ich bin noch nicht so mit den Dua Fragrances. Oh, ich habe die Nase heute da. Welche Neuerscheinung freust du dich am meisten? Russian. Auf jeden Fall auf Dior, Quatsch, zurück auf Job Homme Parfüm. Das kommt nämlich auch, das ist fast noch nicht so gelistet, aber es kommt. Dior Homme Parfüm. Wie viel Geld habe ich bis jetzt ausgegeben für Parfüms? Habe ich nicht nachgerechnet oder ist auch besser so, glaube ich.
Kevin Lange, ich glaube, ich hatte den Atkinson schon mal gerochen, aber ich kannte das jetzt nicht mehr so. Dies ist auch so eine Marke, die so ein bisschen, ich finde auch Safe, oder wie heißt der, Oud Safe the King? Ja, nee, da ist so eine Vanillenote drin, die ich nicht so mag. Riecht der denn Big Mad Max? Riecht der? Ich habe Uden auf dem Plan. Ich hatte ihn, glaube ich, auch als Probe, aber das ist schon länger her. Ist das wirklich so identisch mit Skulptur? Also so wirklich, oder? Gestern ist man auch ein Parfüm angekommen, kann der Duft. Okay, ach so, von bestimmt die Uhr, ne? Gerade Amber Pur Homme, soweit ich ihn im Kopf habe, ich habe den nicht in meiner Sammlung. Guter Duft. Welches Aftershave würde ich empfehlen? Ach, jetzt habe ich die. Ich habe mein, also mein Lieblings-Aftershave ist dieses Grüne von Dapper Dan. Dapper Dan ist für mich persönlich wirklich das beste Aftershave. Was war hier noch? Irgendwo war hier was mit. Natürlich, Real spielt nicht gut. Vor allen Dingen nicht in einer Champions League Halbfinale. Aber der Umbau ist eben, und der Umbau dauert, wird dauern, leider. Natürlich, die zweite Halbzeit vor allen Dingen gegen Chelsea war katastrophal. Nicht gut. Und wir können trotzdem noch Meister werden. Wir müssen das einfach erstmal so sehen, anders geht das nicht. Seifendüfte, ja, eventuell, aber 10 Stück Seife. Den Louis Vuitton kenne ich immer noch nicht. Fleazy Flex. Den neuen, Sebastian Wolf, wie findest du den neuen Cool Water? Der neue Cool Water gefällt mir wirklich gut. Wirklich gut. Hätte ich nicht gedacht. Ist ein frischer, fruchtiger Duft, der die DNA von Cool Water im Hintergrund hat. Viele sagen, meinen ja nein, die bis jetzt, also das, was ich gelesen habe, also ich rieche schon die DNA raus. Und trotzdem ist er eben fruchtig und gefällt mir. Hätte ich nicht gedacht. Also passt eigentlich perfekt. Original Cool Water, denn meinetwegen das ganz frische für den Sommer. Aqua, was weiß ich, und dann das Intense, süß, und das Parfüm ist einfach dieses Mittelding. Also, das ist nicht schlecht. Bei Parfum und Big Mad Max, das ist hier, ich komme hier nicht ganz mit, um welchen Duft geht es? Pain ist hat man, okay. Mont Blanc Legend Spirit ist schon, der Duft ist okay, ein guter Duft soweit. Givenchy Gentleman, Eau de Toilette oder Eau de Intense, das Intense. Office for Men für 80 € 100 ml zu empfehlen. 80 € ja, für 108, also für 80 € ist es zu empfehlen. Ich sag dir schon mal, das ist ein langanhaltender Duft, Office for Men. Der hält lange. Der ist stark, die ersten 4 Stunden auf jeden Fall. Frisch, sehr, zwar Ambroxan-mäßig. Ja, die Bergamotte ist das, glaube ich, sehr extrem am Anfang. Aber das macht den Duft, umso öfters man ihn trinkt, umso besser wird er. Am Anfang könnte man es vielleicht sagen, ne, aber ja. Die Ausstrahlung, ich Sebastian, ich kann zu den, also man muss so sagen, ich muss den nochmal draußen testen. Klar, jetzt, wenn es wärmer wird, die nächsten 2 Tage, und dann kann ich da was zu sagen. So ist die Ausstrahlung. Also ich nehme ihn immer wahr oder habe ihn wahrgenommen, da wo ich draufgesprüht habe, und das war nur ein Sprüher. Also es wird jetzt kein Beastmode sein und so, aber ich habe ihn wahrgenommen, also schon nicht schlecht. Den Hermes habe ich noch nicht getestet. Den Le Male on Board auch noch nicht. Aber der soll eigentlich nur
Keine Ahnung, der soll nicht so gut sein, habe ich gehört. Ich stehe zwischen drei Düften, Mornblau und Individual Halloween Man. Oh, weiter. Ich würde den Individual nehmen. Air Tiger, das ist der von Marc Gebauer, ne? Kann ich nicht sagen, habe ich noch nicht unter der Nase gehabt. Dein Lieblingssommerduft kann ich aktuell nicht sagen, aber Sedley kommt langsam sehr, sehr nahe. Also ich habe den ja, wie gesagt, heute, also ich finde ihn wirklich gut. Eventuell Emerald kann ich den Azaro Most Wanted testen, ja. Kevin Lange, vielen Dank. Dir auch noch einen schönen Abend. Ich habe eine Probe vom neuen Parfüms der Mali. Der ist echt gut. Den Greenlay meinst du, ne? Gibt es Alternativen zu Havas? Ja, Invictus. Ist wirklich so, ne? Nur, dass der Havas eben besser ist. Ich habe Zettel schon seit 7, 8 Stunden, rieche ich den. Immer so ein Hintergrund bisschen. Apom von Kurtschan war für den Frühling. Für den Frühling war der Nummer 1. Ne? Den kann man auch. Im Sommer habe ich ja noch nicht vorgestellt. Kommt ja erst noch. Erstmal muss ja der Frühling reinkommen. Morgen 28 Grad in Hamburg. Am Muttertag übrigens, Leute. Ja. Artisan Pur, schöner Duft. Habe ich letztens auch in meinen Videos vorgestellt. Schön zitrisch. Kommt gut. Bones 187er. Heute kam der Sumatra Wayne und der David of Classic. Grüße an den meinen Best. Ja, da muss ich nicht viel zu sagen, oder? Sumatra Wayne, der beste Drogerieduft, den es gab für mich. Und ein Classic von Davidoff. Ja, das ist nice. Tuxedo ist sehr, sehr guter Duft. Nur leider gibt es ihn nicht mehr. Das heißt, du solltest dir dann Moustache holen. Eau de Parfum. Eau de Parfum von Moustache. Nein, Lars, den kenne ich nicht. Armani Code, welcher Armani Code? Der Original? Ich habe den erst geholt, wieder. Der kommt immer gut an. Giovanni, ich bin schon Fußballfan. Ja, bin ich. Schon ewig. Zettel 220 hält super 6 bis 8 Stunden safe. Ja, der ist gut. Hält. Moustache oder Havas? Moustache. Für mich. Tuxedo gibt es weiterhin. Kuba hat ein Video dazu gemacht. Okay, aber du musst aufpassen, ob es auch in Deutschland oder nur in den USA, ne? Keine Ahnung. Aber vom Preis her, aber teuer. Also ich bin der Meinung, den, also ich will auch nicht dieses Hin und Her immer mit diesen, ja, Leighton oder Exclusive. Für mich Leighton. Also das Original. Exclusive fand ich gut, aber den Leighton ziehe ich vor. Ja. Pur war im Sommer, ja, mit ein, zwei Sprüher, aber nicht bei 30 Grad unbedingt. Denn ein Sprüher, es wird alles gehen, ne? Also es geht immer alles. Du kannst auch mal den 6 Sprüher, aber ob das so gut ist, umso wärmer, umso süßer werden die noch. Und dann, das fühlt sich nachher nicht mehr so schön an. Es klebt denn. Muko 77, vielen Dank erstmal. Und den Ambassador kenne ich nicht. Also ich weiß, welchen du meinst, aber ich habe den nicht gekauft, nie und nie gerochen. Wie findest du so mal ein Mask für die Arbeit? Für die Arbeit, was machst du? Für die Arbeit ist das easy, da kostet ja auch nichts. Fleischwurst, nein. Zu hart, zu hart, zu hart. Das geht nicht. Also auch, ne? Aber nee.
Welchen Duft, welchen würdest du kaufen, wenn du einen wählen könntest? Für den Enigma Cologne. Oh, da hast du ja jetzt ja, du hast aber das Enigma Cologne. Oud for Greatness. Oud for Greatness ist ein sehr geiler Duft für mich. Mein Kumpel macht ihn nicht. Gibt viele, das ist wirklich so ein Hin und Her. Ich finde ihn wirklich gut. Durch das Safran und so. Aber Enigma Cologne würde ich dann vorziehen, weil Enigma ist einfach nice. Einfach top mit der Coca-Cola-Note. Da geht nichts dran. Leighton kann sie auch im Sommer tragen, aber nochmal, auch das wäre vielleicht zu süß, wenn so vielen. Welchen Rammstein-Duft findest du am besten? Immer noch Rosenrot. KH, sei grüßt auch moin. Das Eau de Parfum von Lanvin ist das Schwarze, ne? Da hat ja inzwischen so viel, ich muss jetzt erstmal kurz, das ist das Schwarze. Das hat mir, wenn das ist, nicht so gefallen, aber genauso wie das Lip Parfum, das neue, glaube ich, das hatte ich, ja, muss man vielleicht, wenn man was Süßes will, kann man das haben, aber hat nichts mit den anderen zu tun. Bit Mac Max, genau, U-Bahn 35 Grad Berufsverkehr, das, dann dieser Duft. Ich kann dir nicht sagen. Also ob ich mir das ja, ich kann mir da einiges nicht erklären, warum manche Düfte eingestellt waren, eingewertet. Also Aqua Amara zum Beispiel, sehr geiler Duft, der hält zum Beispiel auch ewig. Starker Sommerduft. Richtig nice. Kann ich nicht sagen, weil sie dumm sind. Alles andere fällt mir dazu nicht ein. Schöne, wie gesagt, aquatischer Meerduft, schon nice. Welches Parfüm in Richtung Weihrauch kannst du empfehlen? Florian. Full Incense heißt der, glaube ich, von Montal. Ist der für mich bis jetzt noch beste Weihrauchduft, den ich so weit unter der Nase hatte. Nicht so stark, trotzdem stark und richtig so Kirche. Enigma ist verdammt teuer, ja, aber das Cologne ist genau, glaubt mir, das Cologne ist fast genauso gut wie das Parfüm. So. Und das Cologne kriegt man ja, es ist teuer, ja, aber es kriegt ihr ja weit billiger als das Parfüm. Wenn ihr das zum Beispiel mal bei Beauty Concept kauft, dann nehmt ihr meinen Gutschein und dann gibt es noch günstiger. Das ist wirklich so. Also dann, ne, aber ja, es ist wirklich ein saugeiler Duft. Welchen Duft empfiehlst du 14-Jährige? Eigentlich gar keinen, weil 14. Ich habe ja immer so gesagt, ab 15, ich weiß nicht, ab wann. Ja, einfach vielleicht frische, normale Düfte erstmal an Anfang starten. Am besten den 53er Enterlo. Wie ist eigentlich der 53er? Den habe ich, ich habe ja schon den anderen ausgelassen, der mit der Iris drin. Ich habe nur das Original Interlude und das war's. Christian Kopp, nein, den kenne ich noch nicht. Der soll aber andere sagen, der soll geil sein und die anderen sagen, der soll ja stinken. Und nicht unbedingt wie die Alpen, die Schweizer Alpen da. Ja, Lars, wunderbar, das freut mich. Das ist der Duft. Florian, ja, der ist auch gut. Zalix, das ist Film, ist auch sehr gut. Mit 14 direkt Interlude, ja. Ja, Job Om Weil zum Beispiel, genau. Max kann man als 14-Jähriger so, das könnte man machen. Heaven oder Nightfly? Das sind schon wieder Fragen. Ich habe leider den Heaven nicht mehr im Kopf. Laut meines Bekannten haben die ja ein bisschen Ähnlichkeiten. Ich kann jetzt nur Nightfly sagen, weil ich den Heaven nicht mehr weiß. Ich habe ja noch den Nightfly 125 ml. Ärgert mich so ein bisschen, dass man den nicht noch eingekauft hat, früher für 20 €. Allerdings trage ich den sehr selten. Die kann man nicht immer tragen. Bentley-Düfte, ja, Bentley Intense vor allen Dingen, sehr guter Duft.
Schöne Grüße aus dem hässlichen Ruhrpott. Rassase, Jagiogan. Oh, ich weiß immer, aber die haben so viele Düfte. Yogawan. Kann ich jetzt nicht sagen, ob ich den. Ah. Oder habe ich den? Nee, müsste ich passen, muss ich jetzt passen. Chanel, Allure Spot oder das O-Extreme. O-Extreme. Obwohl das andere auch gut ist, ne? Wendler-Duft, da haben wir schon wieder. Deutsche Gabbana Sauvignon. Das Eau de Parfum, es war ja noch nie stark. Davon abgesehen, reformuliert wird es bestimmt gewesen, aber es war noch nie stark. Das ist also ein Problem. Das ist so ein geiler Duft, aber der ist einfach nicht stark. Valentino Omo, das Normale oder das Intense? Aber dadurch, dass Intense ja nur ein bisschen stärker ist, was heißt ein bisschen, schon etwas stärker, durch den Kaffee ein bisschen so, also schon ein guter Duft. Achso, der F-Fable ist von Tom Ford, ist, ich finde ihn sehr, sehr nice, sehr, sehr gut und hält bei mir 9 Stunden, 10 Stunden, 9 Stunden so. Grassasi Fatan, sehr geiler Duft. Das ist doch der Hermes-Duft da, sehr, sehr geil. Für den Preis mit einer der, wie vergesse ich immer, einer der günstigsten, besten Düfte. Kann man Chanel Anteus heutzutage noch tragen? Ja, klar, man kann alles noch tragen, aber den, ja, der ist aber auch nicht so stark, wie man den macht. Ne? Aber es ist eben oldschool. Hast du diesen gehypten Gebauerduft bestellt? Nein, habe ich nicht. Doc, ich empfehle dir den El Hermain Lavender. Ja, ich bin nicht so ein Fan von dem Duft. Ich hatte den. Ich finde den einfach zu zitrisch. Der ist mir einfach, das hat mit den Augen, mit den Aventus. Und der soll übrigens jetzt auch wieder geändert worden sein. Der Air Tiger wird mich interessieren. Der Air Tiger soll, ich weiß das nicht, soll nach Interlude Man in die Richtung gehen. Ich habe bei Rassasi angefragt, ob die tatsächlich eingestellt werden soll. Die haben übrigens verneint. Welcher Rassasi jetzt? Ich muss mal nachfragen, weil das dann zu viel wird. Alles kann ich nicht behalten. Atletico Barca heute mit optimalen Ergebnis. Das sage ich dir. Morgen muss aber auch dafür gewonnen werden, weil sonst bringt das nämlich auch alles nichts. Ach so, Fatan gab es Gerüchte. Ja, aber dann sollte man eigentlich mal ich muss mich mal anders hinsetzen. Da sollte man einige davon bestellen, würde ich mal sagen. Ja, Florian, ich weiß nicht, ich bin limitiert. Solange der Vorrat reicht, wurde mir gesagt. Von dem Parfümier, der die hergestellt hat. Also kann man ja schon ein bisschen glauben. Also solange der Vorrat reicht. Ja, Ramos ist wieder verletzt, ich weiß. Das ist für Mondi, ist so und so. Bis jetzt sind alle mit dem Nexus ja zufrieden. Bin gespannt. Ja, Marv Club de Noite Intense ist für mich besser. Das stimmt. Allerdings, da gibt es auch eine Parfümversion, eine limitierte. Und dann auch wieder Eau de Parfum, Parfum. Ach, keine Ahnung. Ich kenne jetzt nur das Eau de Toilette. Die klassische IKEA-Lampe im Hintergrund. Ja, soweit ich glaube, ja. Hat meine Frau wenn gekauft. Ich gehe nicht so nach IKEA. Naja, morgen wieder Düfte der Woche. Stimmt.
Soweit das immer klappt, kommen die natürlich, ne? Klar. Düfte der Woche. Die letzten Videos liefen echt super. Also die haben viele oder ihr ja gefeiert, die letzten Düfte. Nee, den Givenchy. Doch, den Givenchy Play Intense habe ich mal gerochen. Ist ein Kaffeeduft, aber nicht so ein Kaffee, wie ich gern hätte, Duft. Drei Düfte für Rest des Lebens, das kann ich dir nicht sagen. Ich sagte, wenn ich mal so ein Video mache und mich da endlich, das ist so schwer. Ich, aus dem Stegreif kann ich dir das nicht sagen. Ich musste echt überlegen. Echt. Im Moment ist der Nexus dabei, den würde ich auf jeden Fall haben wollen. Desire Toxic, ist das nicht der blaue? Den hatte ich mal. Ja, er verletzt nicht mehr so die. Das war mal. Ja, manchmal ist er noch, aber nicht immer. Ramos. Ich kaufe immer 100 ml. Am besten immer 100 ml. Givenchy Pie ist ein geiler Duft. Oder Pi, wie auch immer. Pi, der ist wirklich geil. Bei Hakonda muss ich unbedingt testen. Ja, sagen mir viele. Wie, in welche Richtung ging der nochmal? Ja, Corona leidet immer. Ich mache aber zu 90% Blindkäufe. Ja, nee, ich habe den, den habe ich verkauft wieder, warum auch immer. Desire Toxic. Jo. Was ist eigentlich das hier? So, gucken hier. Whisky. Ach so, die Frage auf, genau. Whisky, okay. Süßer Whisky. Naja, bei den, der Düfte der 90er. Ich glaube, ich werde das ja, oder Düfte, die eingestellt sind, auch nochmal machen. Wie gesagt, ich kenne den Louis Vuitton-Duft nicht. Ennis, ja. Das ist, ja, 30, schon über 30. Ist natürlich nice. Whisky Bentley Intense. Okay. Gibt es da auch große Unterschiede? Weil den Bentley Intense habe ich ja, die alte Version sogar. Das waren aber noch andere Zeiten, ne? Ramos und Pepe. Ja. Chanel, Allure Line oder blöde Chanel. Ah, das ist schwer, das ist schwer. Hört sich gut an, die Blindkäufe. Ja, wenn es klappt, ist ja immer gut, ne? Nein, Christian, kenne ich nicht. Bentley absolut, für mich war der nichts. Ist übrigens auch ein Duft, den ich nicht mag. Der fällt einer unter den Düften. Welche Düfte mag ich nicht? Und da ist der absolut leider bei. Servus Doc, Stefan. Moin, meinen zu Düften von Eklat. Also ich bin kein, ich weiß nicht so viel davon. Ich habe von meinem Kumpel, der Oldschool-Fan ist, so wie ich eigentlich auch Düfte auch, und der hat Original, so wie ich auch, und wenn er die nicht kriegt, dann von Eklat, und da habe ich welche bekommen. Ich glaube, ich habe 11 Stück, aber die habe ich nur durch ihn bekommen, weil er weiß, wir haben dieselben Geschmack.
komplett, soweit das angeht. Und die sind wirklich top, wirklich 98, 99% identisch und halten gut. Aber Eklat hat seine Düfte reformuliert auch, also auch geändert und sind schwächere, wurde mir gesagt. Deswegen, aber ich, so kaufe ich keine, also ich, das weiß ich nicht. Mübley Amen wurde auch geändert, reformuliert. Der ist jetzt nicht mehr ganz so, ja, tief und so stark. Besten drei Parfüms in Mali, außer Leighton. Na, Karlan, Percival. Und Zetley aktuell und Greenlay auch. Das sind aber dann vier. Semelito, ja, wenn du das wenn man einen unbedingt haben will, muss man, ja. Am Betten, ja, aber 200. Ja, so irgendwann too much, ne? Ja, ich weiß auch nicht. Aber Carly ist jetzt nicht schlecht von der Haltbarkeit, ne? Dennis 1907 hat zwar nichts mit Düften zu tun, aber ich würde interessieren, ob du Queen hörst. Ich bin jetzt kein oder deine Lieblingsband aus dieser Zeit. Ich bin jetzt kein Queen-Fan. Ein paar Lieder mag ich. Und aus dieser Zeit, also ich bin ein großer Deep Purple-Fan. Ne? Das geht aber noch weiter, ja, obwohl, nee, ist noch älter. Also Deep Purple höre ich. Klar, und Metallica. Metallica war zu derzeit, Metallica gibt es ja auch schon lange. Aber Deep Purple, ne, das ist klar. AC/DC. SpongeBob Extreme ist auch heftig, ja. Cognac-Duft, also ich weiß, dass der Amora Sunshine Man hat dieses Orangen-Brandy drin. Orangen-Brandy. Welcher Duft hat für dich die brutalste Haltbarkeit und Silage? Megameer von Ordo Parisi. Und auch Dior Parfüm. Dior Homme Parfüm. Das ist Hammer. Ich war mal mit Dior Homme Parfüm essen und habe ein bisschen viel genommen. Ein bisschen mehr eingesprüht. Die haben sich alle umgedreht, Leute. Gregor, wie auch immer. Danke für die 1,49. Vielen Dank. Acqua di Parma Fico di Amalfi. Habe ich, glaube ich, nur mal nebenbei getestet. Sind ja alle ähnlich, die Sommerdüfte in dieser blauen, in diesen blauen Flakons. Also soweit gut, aber die haben alle keine Haltbarkeit. Florian Stehr, vielen Dank. Sebastian Wolf, habe ich auch nur gerochen. Frisch kann man im Sommer tragen. Soweit ich das jetzt noch im Kopf habe, ich möchte doch nicht Falsches sagen. Sollte eigentlich auch noch, aber das sind nicht meine nächsten, die auf dem Plan von Search stehen. Also, wenn, steht da der Golden Dollar. Ambassador, natürlich. Mit dem Mask Star, die beiden da.
Der Schwarze und der Weiße. Kein Problem, Gregor. Danke, ne, für die 1,49. Dann Uden, Nio, die. Mit Mad Max, oh ne, okay, den habe ich. Habe ich den mal gekocht, den Amourage? Achso, Farce ist auch noch gut. Signatur weiß ich nicht. Das ist Signatur, kann ich, das muss jeder selber wissen. Sergio hat auch so viel Düfte, darf man auch nicht vergessen. Ich kann da, aber kenne ich lange nicht alle. Das kann ich dir nicht sagen. Houdini, Houdini, Bottega Veneta Pour Homme Extreme und dazu eine alte, nee, das kann ich nicht sagen. Aber nicht, nein, kenne ich nicht. Ich kenne nur von, also in dem Fall Red Tobacco. OZCKA. Nick, das ist schon lange her. Aber soll eh nicht sein. Nur dass der Colonia, Knalle, Nalle, dass der Colonia in 4711 Richtung geht. Und das andere ja nicht, den ich habe da, den Intenser ja nicht. Wo man am besten Düfte bestellen kann. Ich habe immer unter meinen ganzen Videos immer, verlinke ich so viel, aber Flaconi kannst du bestellen, Parfum Dreams, Douglas meinetwegen, teure Düfte, Easy Kosmetik, Quatsch. Nicht Easy Kosmetik. Beauty Konzept aus Liebe zum Duft. Ja, da so. Zu welchen Gelegenheit trägst du Tom Ford Taschenleder? Geburtstage, eigentlich sogar so. Was hältst du von Klaus Kinski? Also den Typen oder den Duft? Weil ich hab seinen Duft auch. Ist ja teuer, kriegt man nicht mehr so überall. Ist Cannabis drin, geiler Duft. Und zu den Typen, ja, der war abgedreht, aber ich fand das immer, ich finde ihn einfach gut aus dem Grund. Natürlich hat er manchmal nicht mehr ganz alle, ja, Tassen im Schrank, aber ganz ehrlich, manche Reporter, wenn du, ich würde auch so reagieren. Und er war eben noch einer, der seinen Mund aufgemacht hat. Und das finde ich gut. Das machen heutzutage keiner mehr. Wahrscheinlich darf es aber auch keiner. Raphael, ja, Alexandria 2, schon geiler Duft. Ja, ein Signaturduft ist dein Lieblingsduft im Endeffekt. Du kannst aber auch 2, 3 oder bis 5, sag ich immer, haben. Also sonst wäre es, aber dann wird es irgendwann, ne? Also das im Endeffekt aber einer, ne? Signaturduft, dein Lieblingsduft. Nee, Goldfield & Banks habe ich tatsächlich noch nicht getestet. Ich bin der Meinung, dass, also ich habe schon viel gerochen. Ich glaube, den gegen einen grünen oder der so ein grünes Schild hat und braunen Deckel, den hatte ich, glaube ich, mal, aber lange her. Houdini, den Memorial Man, den finde ich ganz nice. Der hat so ein bisschen, aber ich sage immer so eine Art, so ein Milchgeruch, von so einer warmen Milch dann im Hintergrund, keine Ahnung, so cremig. Ich hatte den mal. Ob man den haben muss, ist die zweite Frage. Am Anfang finde ich den geil, aber auf Dauer habe ich gedacht, ne. Wenn es danach geht, auf einer Hinsicht ärgert das schon einen. Ich hätte so viel Düfte. Ich hätte 14 zum Beispiel, ich hätte 14 oder 15 oder 50 Mal die Düfte jetzt gehabt.
Habe ich ja nicht mehr jetzt. Ja, das kann sein. Pacific Walk Mode, ja. Das kann sein. Den Duft meine ich. Ja, Klaus, kennst du den Duft? Finde ich geil, aber das muss man mögen. Ne? Das ist wirklich so krautig und Cannabis und das muss man wirklich mögen. Flexman oder Kirky. Ich kenne diesen Kirky immer noch nicht, aber das ist ein Fruchtecocktail, soll das sein. Und der ein Erba Pura soll um einiges besser sein. Den habe ich ja. Und daher, und dass der Reflection Man komplett andere Richtung geht, in dem Fall Reflection Man, aber wenn sie jetzt Reflection Man mit Erba Pura, dann wird es schwierig. Bin noch auf der Suche auf einen neuen Herrenparfüm. Ja, Moustache von Rojas. Rojas, wie heißt die eigentlich? Rojas, ne? Einen wunderschönen guten Abend, Heinz. Ja, noch bin ich online. Wie spät haben wir es eigentlich? Morgen ist Muttertag, 12 Uhr. Ombre normal. Wie gesagt, ich kenne den nicht, den Duft. Aber da soll es ja auch einen ähnlichen von irgendeinem geben. Ne? War vorhin, glaube ich, auch schon im Chat hier. Wer ist denn sonst eigentlich noch live? Irgendein Bekannter noch live? Bestimmt, ne? Mois ist bestimmt live, aktuell. Gehe ich stark von aus, dass er live ist. Rosa meinst du, Moko 77? Elysium, wirklich so eine starke Ähnlichkeit mit Aventus? Hat überhaupt keine Ähnlichkeit zu Aventus. Azzaro Pour'Homme, den alten meinst du, ne? Immer noch ein geiler Duft. Wenn man das mag, cool. Ich kenne die heutige Version nicht, die ganz aktuelle von Green Irish Tweed nicht. Obwohl's, ich hatte den auch, den habe ich auch nicht mehr, obwohl's ich Clint Eastwood sein Duft ist. Und ich bin ja großer Eastwood-Fan, aber ein sehr geiler Duft, aber Brut ist komplett anders. Brut. Ich finde, ich habe nichts mit Green Irish Tweed zu tun. Elysium ist wie so ein Saunaaufguss, sagen viele immer. Das stimmt. Aber hat mit Aventus null zu tun. War da noch vor der Performance her Film. Nur 7 Stunden. Und ist auch gut wahrnehmbar, kommt gut an, ja. Ist aber kein Powerhouse, aber ist gut. Ja, aktuell nur alles fruchtig Aventus. Und wenn Ananas drin ist, dann Aventus. Die sind, was ging es jetzt eigentlich nochmal, Richard? Ja, doch, ja, die sind schon beide oldschool, ja, das stimmt. Aber Green Eye Street geht in Richtung Cool Water, der alten Version, weil das Grüne und das Moos da drin ist. Und der Brut ist so süß, cremig, in Richtung, wie soll ich das sagen? Ich denke immer, da ist Waldmeister drin. Ja. So in die Richtung. Ich kenne das Black Orchid Parfüm nicht, aber das Eau de Parfüm kenne ich und das Eau de Toilette. Ich würde das als Mann, das Eau de Toilette, euch ans Herz legen. Ich habe das. Das ist anders zu süß. Was heißt zu süß? Einfach zu. Die sind alle drei, den letzten kenne ich ja nicht, aber das Eau de Toilette und das Eau de Parfum sind beide hammerstark. Nur das, ich finde das Eau de Toilette passt für einen Mann besser und ist schön schwarz, der Flakon. Hachivat, ja, aber der Hachivat ist besser als der Aventus. Martin, den kenne ich nicht, den Midnight Oud von. Oder kenne ich den? Manchmal ist das so, wenn man live ist, schwierig, weil man so viel Düfte schon gerochen hat und so viele Namen immer. Nee, den kenne ich noch nicht. Tommy Hilfiger Impact Intense kenne ich noch nicht. Nee.
Hab mir mal den Aspen und den Bogart One-Man-Show geholt. Unzufrieden? Geiler Durf, beide, ne? Also für den Aspen, für den Preis. Du musst ungefähr, so musst du den Green Irish Tweed vorstellen, nur dass der Green Irish Tweed einfach mehr Dampf hat. Jedenfalls die ältere Version, ich weiß nicht, die aktuelle. So musst du dir vorstellen. Aber dann kannst du die Aspen 10 Euro, Leute. 10 Euro. Bist du dich dran hier, Mann? 10 Euro. Was war das andere? Das geht hier so schnell immer. Come on. Und der beste Duft der 90er gibt es in, wie meinst du das, in? Also gibt es in Bones. Wie alt bist du eigentlich, Bones? Weil Bones, 187er, aber du magst Oldschool-Düfte. Das Bogart Silverscent zu empfehlen. Also ich glaube alle, ich finde alle, ich sage jetzt, der Silverscent, ich weiß nicht, ob ich den, doch, der ist auch zu empfehlen, ja. Hier ist kein Erdbeben, nee. Das kommt, wenn ich mich mal bewege, der Tisch. Ah, den Sampur, ja, der ist auch gut. Mike, ah, Nexus, Nexus kommt gut an, Leute. Das Handy ist schon wieder fast leer. Warum auch immer. Muss man nicht verstehen. Den Freeze kenne ich nicht von Stronger With You. Aber da sind so viele im Moment, ne? Also Stronger With You, da ist ja ein neuer, den neuen kenne ich auch noch nicht. Ich kenne das Intensely, das ist gut. Meinung zu LaWeef-Düften. Da habe ich mein zweitbestes Video ist auch von LaWeef. Musst du mal reingucken, da sage ich das. Es gibt drei Videos, glaube ich, die ich mache. Wäre interessanter, sage ich mal. Guck dir die Videos mal an. Denn Spezi ist unfassbar lecker. Ja, aber nicht von denen. Hier viele sagen ja von Paulaner. Aber ich nehme das Original Bayerische. Ich meine, Paulaner ist auch bayerisch, aber ich meine, das, was hellblau und orange ist, das ist das Beste. Spezi für mich. Das ist aber auch gut. Es gibt aber auch noch andere Spezi. Ich weiß nicht, wie das jetzt heißt. Das ist auch gut. Heinz, nein, kann ich nicht. Da bin ich raus, soweit. Das war klar, dass das kommt. Wie findest du LaWeef Black Week? Das ist ja wieder Aventus-Klon, glaube ich. Den kenne ich immer noch nicht. Ich sollte den immer holen, sagen viele. Aber hier gibt es ihn nicht. Es gibt ihn hier einfach nicht. Und bestellen möchte ich ihn nicht, weil dann zahle ich 6 Euro mehr wegen Versand und der Duft kostet sonst viel weniger. Vielleicht kommt das irgendwann jetzt wieder, muss ich mal gucken. Aber wie gesagt, ich bin nicht so viel unterwegs, also schon, aber nicht im Laden, seitdem Corona da ist und so weiter. Und meine beste Erfahrung gemacht mit Online-Versand. Also Flaconi, ganz klar. Ich hatte noch keine schlechte. Ich könnte jetzt sagen, ich könnte jetzt mal was sagen, weil ich letztens hatte ich eine kleine schlechte, aber nicht, dass ich was Falsches bekommen habe, sondern weil es einfach zu lange gedauert hat. Und das ist, Moment, das muss ich kurz gucken. Und zwar Easy Kosmetik, glaube ich. Da wollte ich eigentlich was im Video auch mal zu sagen, weil manches sehe ich einfach nicht ein. Ja, Easy Kosmetik. Egal, ob sie sich drei, viermal entschuldigt haben. Aber sie bieten aktuell auch in dieser Corona-Zeit Versenden in 12 Stunden, läuft unten der Countdown, hat bestimmt schon mal einer von euch gesehen. Sag mal eins für ja und zwei für nein. Also, das habt ihr auf jeden Fall gesehen. Ich will auch mal wissen, wer in letzter Zeit da bestellt hat. Und Versenden in 12 Stunden. Okay.
haben sie natürlich nicht gemacht. Okay, kann ich alles noch vielleicht verstehen. Nach 2 Tagen habe ich dann aber mal angefragt und versendet haben sie es dann nach dem 4. Tag, obwohl die da 12 Stunden und das geht nicht. So, und das ist jetzt das dritte Mal hintereinander und ich werde bei Easy Cosmetic jetzt erstmal nichts bestellen. So, und für Leute, die es jetzt hier hören und eventuell da auch nicht mehr bestellen, erstmal, dann haben die Pech gehabt. Die können das nicht reinschreiben und 4 Tage, da, ihr dürft ja nicht vergessen, der wird es auch noch geliefert. Also ganz ehrlich, Leute. Und es soll keiner immer sagen, Corona, Corona hier, Corona da, das ist Quatsch. Andere können das auch. Andere können das auch. Flaconi kann auch versenden auf einmal. Was ist auf einmal? Falsch aus. Kann auch schnell versenden. Alle auch. Außer Parfum Dreams. Parfum Dreams ist sehr langsam. Und siehst du, da schreibt das gerade einer. Also Parfum Dreams, da bestelle ich auch nichts mehr. Am Anfang super, immer bestellt, super schnell. Und dann Douglas hat das aufgekauft, soweit ich das weiß. Und dann nichts mehr. Doors höre ich nicht. Nee, Doors, da war ich kein Fan von. MRFNLS, moin. Guten Abend. Der beste Hugo Boss ist Sand. Oh, das Original ist nice und ich weiß nicht, wie die anderen heißen. Also die aus der Stegreif, da war, glaube ich, der etwas dunklere, fand ich noch gut. Izumi Yaki finde ich den blauen sehr, sehr gut. Den blauen und den Original. Ja, Nutino ist auch soweit gut, aber Nutino, da läuft doch irgendwie was anderes, habe ich das Gefühl. Weil die haben alle Sachen rausgeschmissen. Na gut, es gibt einige Seiten, viele Seiten. Ich könnte jetzt was sagen, aber das kann ich jetzt auch nicht, das kann ich auch nicht machen. Deswegen sage ich immer, Leute, guckt immer, wo ihr was kauft. Es können alles Originale sein, aber es können auch kein, es muss auch kein Original sein. Deswegen immer ein bisschen mehr ausgeben und vielleicht nicht unbedingt diese großen Schnäppchen machen. Ich rede jetzt nicht von Nutino, ich rede jetzt allgemein. Ihr müsst ein bisschen aufpassen. Immer. Ich habe das, klar, ich hatte bis jetzt nie einen Fake bekommen, aber ich sage das nur. Wie viel Düfte besitzt du eigentlich? Ich müsste bei 480, glaube ich, sein. Aber das müsste ich jetzt lügen. Aber warte, ich sagte das gleich. 475. Ja, klar kann das Impressum in D sein. Klar, aber selbst es sitzen sehr viele an der tschechischen Grenze, wenn es danach geht. So. Und wie willst du denn sagen? Ja, so, ganz ehrlich, du weißt ja, ne? Aqua sei 18. Nee, auf den habe ich gar nicht. Ich habe den zwar, aber da habe ich mich gar nicht. Ich müsste echt gucken, ob ich. Der 16er war ja schon schwer, aber ist der 18er, gibt es den auch nicht mehr. Okay. Dann kommt ja bestimmt bald der neue 2021. Aber erstmal ist der Victoria rausgekommen, glaube ich, Victoria, und der ist nice. Sonderausgabe bei 500. In was für eine Sonderausgabe denn? Orkun, ich besitze 13 hochwertige Düfte, Dior, Chanel, Tom Ford und so weiter. Liebe Grüße aus Nürnberg. Grüße aus Hamburg nach Nürnberg. Reicht ja auch. 13 hochwertige ist alles super. Früher hatte man immer nur ein, zwei. Die Frauen hatten vielleicht mal drei, vier. 13 ist alles top. Umso mehr es wird, umso schwerer wert ist, was du tragst. Ich stehe so oft davor und was trage ich jetzt? Bester Lemal. Das Original grundsätzlich ist immer das Beste. Ich habe auch noch die alte Version von 96, 95, 96. Und auch die aktuelle finde ich gut. Und das Le Parfum ist sehr, sehr gut geworden. Und da war die Rasierklinge hängt da dran. Den habe ich auch. Wie heißt er? Den Mal, der mit der Rasierklinge. Komme ich jetzt aktuell nicht drauf. Der ist auch sehr, sehr gut. Und der Popper im Endeffekt auch. Und Fleur de Mille, da kommt es auch, ist auch gut. Im Endeffekt sind da viele. Dennis, Moinsen. Also, Le Male hat keine. Ich habe ja auch Aviator, der ist auch nicht so schlecht. Man darf nicht immer. Leute,
guck nicht immer so viel im Internet oder bei einer Seite, die wo alle immer die, vor allen Dingen die Terrible, genau, der ist sehr, sehr gut. Danke, Heinz. Und Aviator. Aviator ist auch nicht schlecht. Und es gibt immer eine Seite, da werden Düfte, vor allen Dingen, wenn sie aus dem Mainstream-Bereich kommen, alle schlecht gemacht. Alle. Glaubt da nicht immer dran. Bloß nicht so viel. Ja, man kann das lesen, aber ihr kennt das ja, ihr wisst das ja. Sechs kriegst du. To the one and only two. Und welche wären das? Ultramel auch. Siehst du, im Endeffekt kann man vieles aufzählen. Irgendwie kann man die alle tragen. Nee, ich habe nur einen Duft zu. Ah, ich habe nur ein Video zu Louis Vuitton gemacht und das ist der. Jetzt gefällt er mir. Ich glaube, ich, keine Ahnung, der Orange heißt der, glaube ich. Orange am Arsch. Der ist auch wie der. Ich habe das Gefühl, komm mal, also wenn ich jetzt recht habe, dann gibt er mal wieder eine Eins durch und für zwei für nein. Ich finde der Orange, wer den kennt von Louis Vuitton, auch der hat Ähnlichkeiten mit Aventus. Für mich, ich rieche da zwischendurch Aventus. Was sagt ihr dazu? Fahrenheit oder Mercedes-Benz, wenn du wenig ausgeben möchtest, Mercedes-Benz Intense, der ist wirklich sehr, sehr gut. Der Fahrenheit ist einfach noch, ist Fahrenheit eben. Robertino, hab mir Nexus über deinen Link bestellt. Ja, cool. Das freut mich. Ich kriege ja mal Bescheid, wer wann bestellt hat und so. Also nicht jeden Tag, ich mache das immer, ne? Aber ich, ist schon cool. Und wenn er dir noch gefällt, top. Und du hast noch ein bisschen gespart. Und du kriegst, wenn du das angegeben hast, ja coole Proben dazu. Hier sind aber auch Louis Vuitton-Fans, ne? Also ich hatte letztens mal das auch schon gefragt, da gab es mehr Einsen. Also riecht, ich finde schon, dass man da Aventus riecht. Aber gut, das ist. Ja, das stimmt. Der Mercedes erdrückt einen nicht so. Das muss ich ehrlich sagen. Das stimmt. Dennis, vielen Dank erstmal. Ach, du weißt doch mal, wie das endet. Oder das ist nicht mal negativ gemeint, aber wenn du so ein Treffen machst, dann endet das doch immer. Und ich glaube, da bin ich, glaube ich, noch zu klein für. Um das mal so zu sagen. Und gar nicht schlecht jetzt, ne? Aber obwohl, wenn man wieder zu groß ist, dann wird es alles recht nichts. Zoologic. Zoologist ist echt nice. Ich sage jetzt mal richtig Zoologist. Der Zoo. Geile Düfte. Kann ich nur. Ich habe 13 Stück, glaube ich. 13 habe ich hier. Geil. Fabulous von Tom Ford ist ein einmaliger, uniker Duft. Finde ich sehr, sehr gut. Gibt es Ende, springt das mal so schnell hoch hier. Gibt es Ende des Monats noch den Rabattcode bei Beauty Cosmetics? Wollte mir Nexus, ja, den gibt es noch. FD5. Alle, die bei Beauty Konzept bestellen möchten, FD5. FD zusammen und groß. Und dann immer angeben, ja, was für dürft ihr da noch haben wollt. Ja, klar, kleine Runde ist, ja. Jean Paul Gaultier, Le Parfum, gut. Dior Sauvage, welcher davon? Aber gut. Montblanc Explorer, gut, soweit David Cool Water, das Eau de Toilette, Old School, gut. Dolce & Gabbana Light Lupo, Homme Intense, gut. Den habe ich übrigens nicht, den muss ich nochmal wieder haben. Und Yves Saint Laurent, Eau de Parfum, der dunkle Flakon. Okay, da bin ich raus, den meine ich so gern. Das war nicht so mein. Camels, ja, Camels Queen, Elephant, sie wird geil, einfach. Camels, Elephant ist auch geil. Squid natürlich sehr geil. Ich habe hier
zwei Kraken. Ich liebe diese Tiere und der Duft ist geil. Davidoff Parfüm, ja, das Parfüm, hatte ich am Anfang des Streams gesagt, das neue Davidoff Parfüm gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Martin, Chorus ist besonders heftig, der aber auch reformiert wurde. Wie gefällt dir die heutige Version? Also, was heißt heutige Version? Sorry. Ich habe die von 2018, aber das ist ja der Defekt. Ich weiß nicht, ob die nochmal geändert worden ist, aber ich glaube, so viel kaufen diesen Duft nicht mehr. Ich finde die heutige Version blumiger, aber die hat trotzdem noch Dampf. Ne? Also, das ist schon, ja. Den kann man immer noch holen. Ich habe auch noch die Originale, die ist natürlich viel animalischer. Ja, aber gut. Leider nur 60. Aber ganz ehrlich, das finde ich an dieser Marke gut. Nur, okay, hätte jetzt auch 100 nehmen können, aber der wäre es teurer. Aber sagen wir mal nur 60. Mehr hat aber nicht. Er bietet nicht noch 30 an, er bietet nicht noch 90 an oder 100, sondern nur 60. Das heißt, du musst dir keine Gedanken machen. Du hast einfach die Flakons zu stehen. So, Punkt. Weil überlege, 100, kaufe ich jetzt 100, kaufe ich 50, kaufe ich 30, das nervt. 60 oder meinetwegen 100, Punkt. Hast du Haustür? Ja, zwei Kraken. nein, ich habe alle zwei Kraken schon, aber nicht echte. Ich überlege mir noch, ich überlege mal, Tintenfisch mir zu holen. Ich das mal in echt mache. Ich finde die Tiere geil. Muss kein großer sein, ne? Die leben auch nur 2 Jahre, die Kleinen. Aber ich habe zwei Wellensittiche, ja. Vito heißt der eine. Vito. Vito und George. George Clooney und Vito von Der Pate. Dodo riecht nach Rhabarber. Ich habe Dodo nur als Probe. Das ist einer, den ich noch nicht habe, aber das wird kommen. Ich habe Air Tiger. Marc Geber, konntest du ihn schon riechen? Nein, konnte ich noch nicht. Ich habe bis jetzt in meiner Sammlung Jaguar Pace, guter Duft, F bei Ferragamo, der normale F, denn, ne? Sonst hätte es wahrscheinlich F Black geschrieben. Auch gut. Schildzander Sunman, bester Sommerduft am Strand. Riecht wirklich wie Urlaub im Sommer. Ultra Big Wood, Black Orchid, auch gut. Nice. Nee, Doors hatte ich schon gesagt. Ich weiß nicht, ob du das gefunden hast. Doors ist, da bin ich raus. Das ist nicht so meine Musik. Mit Mad Max, das war klar, dass das kommt, das weiß ich. Ich esse die auch gern, leider, aber nicht so oft, ne? Aber ich schmeckt gut, ja. Aber die Tiere sind einfach, ja, geil. Was hältst du von dem Duft von Marc Gebauer? Eben hatte ich oben, das ist erst nicht mal eine Minute, glaube ich, her, oder bist du erst reingekommen? Hatte ich gesagt, ich kenne den noch nicht. Was habt ihr denn für Haustiere? Ich wollte mir auch erst überlegen, ob ich finde auch ein Bull Terrier gut. Ich hatte ja früher mal einen Rottweiler. Ein Rottweiler. Schon mal Royal Oud von Creed gerochen. Du bist auch neu auf meinen Sender, egal, auf meinen Kanal, oder? Seitdem ich was mache, Royal Oud, und jetzt kommt's, für mich, Royal Oud ist für mich der beste Creed-Duft. Da kommt noch nichts ran. Dann kommt Virgin Island Water. Ist das, nee, warte mal, den verwechsel ich immer. Doch, Virgin Island Water, ist das der Pina Colada-Duft, ne? Ja, dann kommt der. Und dann kommt erstmal lange nichts. Bist du ein Mann? Drei Katzen. Okay. Letztes Jahr richtig angefangen, Parfüms, und jetzt bin ich schon bei 46. Ja, geil. Meine Frau, nein, die ist nicht so ein Parfümfänger, aber die hat jetzt dadurch mir auch ein paar, und ich habe dann mal welche gekauft, aber sie trägt sie, aber sie ist nicht so, dass es. Ja, gut, Zeit sollte man haben. Britisch Kurzhaarkatzen, ja, die machen. Katzen ist natürlich einfacher, ne? Mein Rotti wärmt mir gerade die Füße. Ja, das ist aber lange her, wo ich den hatte.
Den kann man kleinen Rival kennen, nicht Weavell. Rival, wie heißt das? Der ist okay, der ist gut. Aber ja. Kann ich Samuelito, das den kennen, habe ich noch nicht unter der Nase gehabt, deswegen kann ich dir da leider nicht helfen. Auch gut. Wenn sie da besser lebt, denn aber Tiam ist, kommt doch immer drauf an, ne? Katzen habt ihr, habt alle viel Katzen, was ist los mit euch? Nichts gegen Katzen, aber ich bin nicht so ein Katzenfreund eigentlich, aber Interlude Man ist gut von Amara, top. Noah Extreme ist auch gut, aber den kann man wirklich sehr selten im Jahr tragen, also nicht oft. Unterscheidet sich der Creek Viking stark von den neuen Viking? Ja, finde ich. Ich finde, das hat nicht wirklich viel mit den normalen Viking zu tun. Björn, nein, den Dior habe ich noch nicht gerochen. Ich mag Baccarat Rouge. Finde ich ein geiler Duft. Kiefernadeln, ja, aber Kiefernadeln nach Tannenbaum. Ich habe einen Tom Ford Duft, ich weiß jetzt nicht. Da gibt es einen, der ist. Aber das ist immer so, ja. Warst du schon in den USA? Wenn ja, wo wäre es dein nächstes Ziel? Oh, ja, Miami, New York. Das ist schon nice, aber nächstes Ziel, ich habe im Moment durch diesen ganzen Krempel und was alles noch kommt und. Da muss man erstmal abwarten. Tunesien war ich schon, Fuerteventura, Irland und so weiter und so fort. Aber in letzter Zeit habe ich nicht viel Urlaub gemacht, auch vor Corona nicht so, außer auf Sylt. Le Mal oder für den Sommer oder zu schwer. Wenige sprühen dann eventuell, aber. Ja, nee, das verklebt irgendwann. Wenn das so süß wird ist und das heiß ist, das ist nicht so schön. Duschgel kann ich nicht empfehlen, weiß ich so, weil ich hau mir das nicht so rauf. Ich kriege immer nur die mit, mal ab und zu benutze ich sie dann, wie Boss, Bottle, Armani Co. zum Beispiel. Aber wenn es jetzt um Marken geht, nein, ich könnte, es gibt hier Tiger, aber ich müsste jetzt, ich weiß nicht, wie die heißen. Es gibt ja so, die man nicht unbedingt von Namen kennen muss. Da gibt es bestimmt gute Duschgel, aber ich würde immer sagen, ohne, nehmt immer Duschgel ohne Schrott drin. Björn, welches würdest du eher empfehlen? Den Oath of Varsh oder eher den Galan? WTW, oh. Das Original Oath of Varsh meinst du, ne? Ja, wenn du WTW magst. Die sind beide gut, wirklich beide sehr, sehr gut. Aber beide so oldschool, grün wie Tevea. Beide. Wie oft sprühst du? Verschieden. Ich könnte ja auch mal ein paar Videos machen. Sprühroutine. Naja, eins, zwei, drei. Oder meistens ein, hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs Mal. Manchmal auch sieben, acht Mal. Ich sprühe auch manchmal mehr. Overspray, ja, so wie Curly Fragrance, die aus Holland da, die macht das ja auch, aber nicht so extrem, ne? Dass man, ich weiß nicht. Boah. Sommer dürfte 21, kann ich dir noch nicht sagen. Der Sommer muss erst mal vorbei sein oder wenigstens da sein. Bis dahin kommen ja noch und eventuell, da muss man mal gucken. Es ist schwer, mal für den Sommer. Also, da geht es ja wirklich ins Frische, was Leckeres. Ja, ich kann dir was Leckeres sagen, aber der kostet auch nicht viel. Was Leckeres ist wirklich, den ich in meinem letzten Video, der Max Splash war das, glaube ich. Ne? Ich habe Max, bin ich jetzt nicht so. Und der riecht wirklich wie das Split-Eis. Orange und Vanille drin. Und ist für den Sommer geeignet und hält für seinen
bisschen, was der kostet, wirklich 6 Stunden. Da kann man ruhig nachspringen. Ich weiß nur nicht, ob es bei DM, Müller, wie sie alle heißen, diesen Splash von 2,20 noch gibt. Ja, morgen kommt wieder ein Video. 18 Uhr natürlich. Düfte der Woche kommt morgen wieder. €100.000 in Monat, wann gut, ich weiß seine ein, in, ja, aber nicht auf YouTube, glaube ich. 100.000 € im Monat, nicht, aber nicht nur mit YouTube dann. Und 100.000. Hat er nichts gegen Jeremy, aber hat er das nur mit YouTube? Nur mit YouTube. Martin. Hat er gesagt, nur mit YouTube. Du scheißt aber als Parfüm-Influencer. Also mit alles. Also hier auf jeden Fall gehe ich stark von aus, auf YouTube, nur auf YouTube auf jeden Fall nicht. Dann gibt es ja Job zurzeit immer noch das Original. Job Om ist einfach unschlagbar. Und nächsten Monat oder übernächsten Monat, da wurde auch noch nirgendwo groß vorgestellt oder überhaupt den Flakon kommt. Also es kommt Job Om Parfüm. Big E 187, Hala Madrid, erstmal nice. Und bist der Beste, vielen Dank. Das hört man noch gern. Michi Wagner, Jeremy macht vielleicht Escort. Nein, jetzt mal ernsthaft. Jetzt kommt die Frage und jetzt kommt keine Antwort. Irgendeiner, wann hat er denn das gesagt? Ich will denn, ich würde ja dann was sagen, die Antwort, aber ich wollte erst mal wissen, ob das nur YouTube mit gemeint ist oder allgemein. Weil allgemein, da kann ja keiner nachvollziehen. Ne? Beides, Clubtinoid, rauchig und fruchtig. Aber ich weiß nicht mehr, die neue Version, die aktuelle weiß ich nicht. Homer Simpson, wie findest du, wenn Rammstein mit den Alexander Ian noch ein, zwei Düfte rausbringen? Krass wäre, wenn sie den Black Intense noch toppen könnten. Ich weiß ja, dass das nicht die letzten Düfte waren, sagen wir mal so. Also mehr kann ich ja nicht. So. Wenn ich den Code absolut habe, würde ich mir den nun ein Profumo zu holen. Ja, weil ich habe auch beide. Ich habe irgendwie den Profumo auch geholt, danach noch. Ja. Bottega Veneta Düfte kenne ich, aber aus dem Kopf nicht. Ich habe so einen kleinen, vor ein paar Jahren so ein grünes geholt. Das riecht so frisch grün. Ich glaube, da ist auch ein bisschen WTWR drin. Der ist wirklich gut. Alle anderen kenne ich nicht so. Nicht nur mit YouTube, mit Parfümverkauf, Werbeverträgen und so weiter. Okay. Okay. Ich denke mal, das Ding ist, sei es ihnen gegönnt, wenn das so wäre. Ich sage mal so, ich gehe nicht davon aus. Netto. Also, es gibt ja YouTuber, die zeigen das. So. Und wenn du das jetzt, Jeremy zum Beispiel, wenn du jetzt ihn vergleichst mit Montana Black, so. Montana Black kriegt hier, das hat er ja gezeigt, das ist ja nicht von mir,
oder weil ich ihn gefragt habe und so, er hat das ja gezeigt. Montana Black kriegt, oder in einem Monat, Oktober war das mal, 77.000 Euro im Monat mit einem Kanal. Er hat vier Kanäle. So, und dann kommen Steuern etc. pp. Aber nehmen wir mal nur den einen Kanal. Sind das 77.000 von Oktober? Und er hat weit, weit mehr Aufrufe als Jeremy aktuell. Weit mehr. Und so weiter. Deswegen gehe ich davon aus, aber wie gesagt, ich bin der Meinung, sei es gegönnt, aber man muss das irgendwann vielleicht auch mal zeigen. Ohne dass das fake ist. Und das finde ich am Monte vielleicht so cool. Man muss es ja nicht zeigen, aber dann muss man vielleicht nicht so viel sagen darüber. Und weiß ich nicht. Das ist immer, aber gut, wenn man jünger ist und Leute, die jetzt das gut finden oder hören wollen, die feiern das natürlich und sagen, oh ja, und keine Ahnung. Natürlich, das ist das, was ich meine, Dennis. Das ist irrelevant im Endeffekt. Aber manche Leute, ja, es ist, kommt darauf an, wer das natürlich auch glaubt. Und viele glauben das. Natürlich kann man auch einiges glauben. Ist auch alles in Ordnung, ne? Aber Simon Unger hat in einem Stream mal erwähnt, dass er allein. Ja, aber das ist ja. Ne? Okay, ich habe den Namen nur mal gehört. Ehrlich gesagt, ich verfolge nicht so viele, was in diese Richtung angeht. Aber ich glaube, soweit ich das jetzt im Kopf habe, ist Simon Unger auch, glaube ich, ein bisschen ganz was anderes und größer, glaube ich. Und wenn der wirklich das gezeigt hat oder erwähnt, okay, erwähnt, da fängt es ja auch wieder an, okay. Ja. Er meinte in einem Video, letztens bekommt er 15.000 Euro für 10 Sekunden Werbung. Alter. Leute, Alter, come on. Ich, was glaubst du, mal ganz ehrlich, aber sei uns gegönnt. Sei uns gegönnt. Was glaubt ihr, was ich hier für diesen Livestream bekomme? Justin. Dog, wann kommt dein eigener Duft? Nach Jerry Maki und bald Justin. Macht ja auch einen Duft. Oh Leute. Mr. Digitalworks. Wow. 1,49. Ja, für die, jetzt mal ernsthaft, aber für die Spenden, das, was ihr hier gegeben habt, das stimmt. Aber ich kriege ja für den Livestream auch Geld. Kriegt ja jeder, der Livestream macht. Das war jetzt aber keine Frage. Ich wollte nur sagen, Leute, lasst euch nicht, ihr glaubt das ja auch nicht alle, aber 15.000 für 10 Sekunden in TikTok-Video, come on. Ihr könnt das auch, guck mal, ich sag euch das. Keiner. Also man sagt ja immer, so eine Videos gibt es ja. Wie viel verdient ein YouTuber? Ihr könnt das gar nicht richtig ausrechnen. Warum? Kann ich euch was sagen? Alle rechnen mit 1 Euro pro 1000 Aufrufe. So. 1 Euro pro 1000 Aufrufe, die Videos. Weil das einfach zu rechnen ist. Aber mit 1 Euro zum Beispiel, jetzt ernsthaft jetzt, 1 Euro pro 1000 Aufrufe, da bin ich weit von entfernt. Aber nicht ins Negative, sondern nach oben. So, also kann man das schon wieder gar nicht sagen. Ich kriege weit mehr als 1 Euro pro Aufruf, pro diese Aufrufe. So, jeder YouTuber kriegt andere PCM-Wert, glaube ich, ja, PCM-Wert, ist immer anders. Man rechnet immer mit 1 Euro, aber da könnt ihr das gar nicht, ihr könnt das gar nicht richtig ausrechnen. Da habt ihr immer nur dieses kleine Ding und dann sagt man immer, ihr müsst kein YouTube, das lohnt sich nicht und so weiter. Ja, wenn ihr mit 1 Euro per 1000 Aufruf rechnen, ja, dann nicht. Klar. Es gibt YouTuber, die verkriegen auch nur 1 Euro. Das ist richtig. Das gibt's auch. Aber das sind immer so Themen, ne, finde ich immer. Was für ein Auto fährst du? Wie viel Geld hast du? Was für eine Uhr? Was für eine Brille? Was für eine Boxershorts? Und so weiter. Aber es ist auch cool, der gehört auch dazu, oder? Mugler Cologne ist auch sehr, sehr geil, ja.
Übrigens einer der besten Seifing-Düfte. Martin, ja, du besitzt ja noch die Vintage-Version von Jubom. Mehrere. Eine Uhr, ja, aber ich bin einer so, ich spreche da immer nicht so gern drüber. Muss ja auch nicht immer. Das ist immer so. Auch mit den Auto oder das, was ich gepostet habe, wo ich auch mit dem Brabus G-Klasse, den 700er. HSV oder Pauli. Also ich bin kein, also wenn Pauli, ne? Meine Düfte stehen in der Vitrine, ja, Parfümschrank, aber der ist komplett voll. Ich habe oben Nischendüfte, Mitte Nischendüfte und dann unten normal. Aber den Rest habe ich in, sorry, zwei, drei Kartons, aber dunkel alles. Und billig wie Creed VTW. Und billig, ach ja, so billiger, ja klar. Und fast identisch, fast. Der VTW von Creed ist ein bisschen cremiger, aber der aktuelle wahrscheinlich auch nicht mehr. Aber guck mal, es gibt auch YouTuber, oder war, hat Jeremy das nicht mal gemacht? Auch, der hat gesagt, ich beantworte nur Fragen, wenn ich Geld kriege. Aber es macht jeder. Ich meine, ich finde das ja auch gut. Ich meine, guck mal, ich sitze jetzt auch 1,5 Stunden hier für 1,49 aktuell, jedenfalls was gespendet worden ist. Das ist nichts. Aber ich würde jetzt hier nicht stehen und sagen, ich beantworte ab jetzt nur noch Fragen, wenn ihr Geld spendet. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe das nur, geh mal auf Fragenstock Instagram, da musst du aber ein bisschen runterscrollen. Ich poste so viel auf Instagram, auch manchmal meine, auch in den Stories. Ja, Bayerns Meisterschaft war so, auch nächstes Jahr Nummer 10. Ein Fake-Baggerer-Rouge. Ja, du musst natürlich immer auf die Verpackung gucken, in den Flakon-Deckel unbedingt, die Verarbeitung unbedingt. Und es geht aber immer, es wird ja heutzutage leider immer bessere, sag ich mal, Fakes geben, das ist das Problem. Aber ja. Guck mal, ich habe nichts gegen Jeremy, weil es gibt ja so ein großes Thema, ob ich da einmal was war oder etc. pp. Aber er macht sein Ding. Ob das immer alles richtig ist, muss er selber wissen. Ob das alles real ist, ne, weiß auch keiner, muss auch jeder selber wissen. Ja. Durfte ihn kennenlernen. Ich habe ihn, ach so, die Frage war noch, ob ich mal einen getroffen habe. Nein, aber öfters geschrieben und so. Bei Amazon gibt es viele Fakes. Ich hatte noch nicht einen Fake. Ich habe zwar nicht so viel gekauft, aber die ich gekauft habe, waren keine Fakes. Und ihr müsst da ein bisschen aufpassen. Es ist viel Gerede auch, ne? Das mag sein, aber es kann man nie nach. Bei Douglas wurde mir auch schon viermal gesagt, hat oder gab es auch schon viermal Fakes. Es kann überall passieren, leider. Natürlich sagen viele, guck mal, die Amis kaufen sehr viel bei Amazon nur. Und die Amis kaufen, guckt doch mal Videos über die YouTuber. Die kaufen auch viel bei eBay. Alles easy da, aber hier in Deutschland ist es anders. Jerry macht sich letztlich, worauf er Bock hat. Ja, macht ja jeder im Endeffekt, na ist klar. Soll ist auch alles in Ordnung. Ich könnte ja auch mehr. Ich mach niemanden nach, ich habe meine Ideen. Da gibt es ganz andere und so weiter und so fort. Und ich könnte noch ein bisschen abgedrehter sein. Ich bin zwar immer geschillt, aber ich bin viel mehr. Ja, aber wenn man denn was ändert, dann ist es manchmal auch nicht gut. Aber normalerweise bin ich immer sehr, sehr easy und auch manchmal abgedreht. Ich bin extrem abgedreht manchmal. Aber wenn ich das jetzt machen würde, dann heißt es nachher, dann macht er nach. Ich mache gar nichts nach. Ich habe noch nie was nachgemacht. Ganz wichtig. Da gibt es ganz andere, die was nachmachen. Ah. Also one and only, vielen Dank.
kannst auf keiner Seite, das musst du wirklich googeln. Das musst du wirklich googeln, wo Fake ist. Also eine Seite direkt, glaube ich, gibt es nicht. Der Dog ist real, das ist die Hauptsache. Ja, ich versuche das Beste, ne? Das bringt ja auch nichts. Ich könnte ja so irgendeine Scheiße, irgendeine Story daraus machen. Und was bringt das? Wie siehst du ohne Cap aus? Gab es auch schon Videos, lieber nicht. Ich will am liebsten. Ich habe wieder zu lange Haare gekriegt, muss erstmal wieder abschneiden. Genauso. Empfehle Facebook-Gruppen, okay. Ihr könnt übrigens auch, warte mal, in meine Facebook-Gruppe reinkommen. Wer ist eigentlich da schon drin? Aber gleich vorweg, das verstehen so einige falsch, das ist nicht nur eine Facebook-Gruppe zum Verkaufen, ne? Auch zum auch einfach um Fun. Natürlich kann man mal ab und zu was verkaufen da, aber dann nur, wenn es echt ist und dann aber richtig schon austauschen, bla bla bla, etc. pp. Vielen Dank. Ist immer sehr schön bodenständig. Ja, versuche ich zu bleiben. Aber ganz ehrlich, wenn man das manchmal nicht so ist, wenn man in der Öffentlichkeit ist, steht und einen so auf einmal manchmal einen erkennt, es ist manchmal, ich kann das ja verstehen. Es ist manchmal, manche können das nicht. Es ist schwer, denn, ne? Für manche fällt das schwer, bodenständig zu werden. Ich manchmal, man sollte es aber versuchen zu bleiben. So, warte mal, ich weiß nicht, ob ihr das auch, ihr solltet das ja richtig sehen hier. Fragrance Dog, Fragrance Family. Da kommt mal rein. Also nicht nur, da könnt ihr quatschen hier. Ihr eure Bilder teilen, was ihr habt. Über den neuen Marc Gebauer quatschen und so weiter und so fort. Und ja, 250 Mitglieder sind aktuell drin. Wie gesagt, aber immer locker sein, keine Streitereien. Einfach rein. Richtig. Ich bin da auch öfters drin. Ich habe einen Administrator da natürlich. Wäre dann natürlich dann immer nur bla oder irgendwie Fakes, keine Fakes einsetzen und sowas, also so verkaufen, das geht natürlich nicht. Ich finde das eigentlich ganz gut, mal einfach mal so zu reden, ohne dass ich. Gute Nacht, Dennis. Hatte ich letztens, ach, ist das letztens schon lange her, einen richtig coolen Livestream über Musik, über Filme auf Instagram. Das war auch ganz cool. Das war, als wenn ich jetzt immer so jede 10 Sekunden eine Frage auf einen Duft. Ist natürlich, naja, das Hauptding, aber Scheige ist bodenständig am Boden angekommen. War das 80 Gegentore und so weiter. Und vor, also kann ich nicht alles mal. Hier nochmal, Fragrance Dog, Fragrance Family. Family, also auf Englisch geschrieben, ne? ILY, Fragrance Dog, Fragrance Family. Da könnt ihr reinkommen. Hier ist doch, glaube ich, wieder Anfragen. Ich werde das jetzt mal kurz gucken und freigeben. Aber wie gesagt, denkt dran, wenn ihr da was verkauft, nicht sofort, vielleicht auch erstmal kurz mal rein, etc. Weil, wie gesagt, ich habe da meinen Administrator. Und der ist dafür da, wenn ihnen das zu viel wird oder irgendwie mein nur Verkauf ist kein Verkaufskanal, ne? Dann haut er da raus, da dann das wird einfach so richtig bisschen entspannen, dann ab und zu mal und dann ja. Maximale Temperatur bei Lagerung mit Parfüms im Sommer. Ja, das ist ja schwer. Wenn du dir jetzt nicht unbedingt, also normalerweise 18 Grad, 18, 20 Grad, aber das kriegt ihr im Sommer ja nicht hin, es sei denn, ihr habt Klimaanlage, dann könnt ihr, dann klappt das, aber sonst, also bei mir ist jetzt noch nicht einer gekippt. Karl-Heinz, ja, coole Sache. Das freut mich. Martin, du machst das alles echt prima und kann mich so besser entscheiden, wenn es um Auswahl der Düfte geht. Ansonsten schaue ich auch gerne ein paar Parfüme rein, klar. Aber ne, das ist ja so, da werden so viele Düfte, die nicht unbedingt Nische sind, immer schlecht gemacht. Ich glaube, den UDV, wie heißt das eigentlich nochmal? Flash? Ich habe da zwei von. Naben, Murat, Nabend.
Also ein umgekipptes Parfüm riecht nach Maggi. Kennt ihr Maggi? Die Maggi-Würze. Wenn das so ein bisschen in die Richtung geht, dann ist das gekippt oder es fängt an zu kippen. Hier steht gerade sich hintern Mac steht da. Der neue Cool Water, das neue Cool Water Parfüm. Ja, das ist alles, aber wenn das in Karton ist oder vielleicht nicht in der Sonne steht, Timo Kroos auch, dann ist alles gut. Der Mandant. Ist das Neujahr? Kenne ich nicht. Ja, wie Maggi. Leider ärgerst du dich, wenn dann wirklich dann so kommt. Es kann mal sein, dass du einen, wenn du einen Eltern kaufst, dass der auch mal in die Richtung, aber nur minimal denkst du, könnte auch sein. Der muss noch ein bisschen aufpassen. Das kann dann mal passieren, ganz klar, wenn ein Duft 20, 30 Jahre alt ist. Wenn natürlich ein Duft nach einem Jahr, das kann natürlich sein, ihr müsst aufpassen bei Douglas, wenn der da hier drin steht, immer in Warme, das ist nicht so gut. Das Cool Water Parfüm ist von Parfümerie Kerner. Habe ich auch immer, verlinke ich unten. Da gibt es auch Gutscheine von mir. Steht alles unten und auch hier auf meiner, bei Community habe ich die auch verlinkt. Aber das ist noch nicht auf Lager. Das kommt nächste Woche oder spätestens übernächste Woche kommt das bei Parfümerie Kerner auf Lager. Nee, das trage ich heute nicht. Ich habe das nur getestet. Ich habe das nur hier stehen, ne, weil das ist heute angekommen. Riecht an Ventasio, der mittlerweile leicht grün ist. Also bei mir ist der nicht grün. Bei mir ist der immer noch dieses dunkle Rosé oder dunkel Pink, nee, nicht Pink, lila dunkel ist das Original, alte. Aufreißerduft, schwer, ganz schwer. Mr. Digital Works. Ja, man sieht sich wieder. Hau rein. Nee, ich habe den AirTiger noch nicht bestellt. Oder mal gucken. Vielleicht spreche ich auch mal mit Marc. Mal gucken. Keine Ahnung. Michi Wagner, was meinst du? Ach so, ich sagte eben, ich weiß nicht, ob du gerade reingekommen bist, vor einer Minute, Parfümerie Kerner. Aber die kriegen den erst nächste Woche, Mitte oder Ende nächste Woche wieder, also komplett rein. Oder die Woche da drauf. Ich kann noch Parfümerie Kerner übrigens, ne? Ihr kriegt, also top, super Verpackung mit Gummibärchen immer drin, kriegt ihr. Und auch Proben und auf jeden Fall sehr cool gemacht und guckt in meiner Beschreibung unter meinen Videos und auf jeden Fall auch überhaupt hier bei YouTube oder Community bei mir und da sind die verlinkt, da kriegt ihr meine Gutscheine und dann kriegt ihr bei Parfümerie Kerner oder auch bei Beauty Concept Düfte günstiger über meinen Gutscheincodes. Ja, aber meine Glasvitrine bzw. Parfümschrank steckt in der Ecke, wo kein Licht rankommt. Wo gehörst du politisch hin? Über Politik rede ich hier nicht auf den Kanal. Politik ist, ich rede da nicht drüber, ich kann aber eins sagen, nicht zu den Grünen. Gott sei Dank nicht. Aber Politik muss hier nicht sein, das ist so. Ja, ich finde das euren Cool Water Parfüm besser als das Intense. Das Intense ist aber gut, ne? Das Intense ist wirklich gut, aber ich finde das Das ist frischer, das ist ein fruchtiger, frischer Duft.
fruchtig süß, aber noch mit der DNA von Cool Water drin. Ich rieche das so. Viele sagen, nein, ich rieche es und das ist richtig gut. Nautica Voyage Sport, nein, und N83 auch nicht. Ich nur das Original. Ich wollte mir die Sport und den N83er mal blind kaufen. Kann man auch machen, glaube ich, aber ja. Und jetzt haben es da 55 Stück drin. Letztens in der Woche waren 81 drin. Ich glaube sogar auch um diese, wie spät ist das? Um diese Uhrzeit. Man kann doch gar nicht weg. Über Jeremy hat mir eben kurz gesprochen. Ist ein Typ, zieht alles durch, macht alles. Haut alles raus, verdient sein Geld damit, sei es ihm gegönnt, alles easy, super. Habe ihn persönlich nicht getroffen, aber mit ihm öfters geschrieben, sorry. Ja, hab seine Düfte bekommen, hab die vorgestellt, alles soweit in Ordnung. Ob alles real ist, ob alles so ist, muss jeder selber wissen über ihn und so weiter. Bleu de Chanel, das Parfüm, finde ich für mich persönlich am besten. Und Martin, CK1 Shock ist einer der besten günstigen Düfte, sehr gerne, vor allen Dingen von Calvin Klein. Wie oft riechst du am Tag an deinen Düften? Ah, ich bin immer davor, ab und zu abends auch. Siehst du, es steht ja hier rum, weil ich den heute, ja gut, ich habe den jetzt heute, ne, getestet bekommen. Ja, man riecht immer, ne? Wir sind durchgeknallt. Jeremy, meinst du? Ja, klar, der ist durchgeknallt, aber das fällt eben auf, etc. Und das ist, man muss nur wissen, ob man so auffallen möchte oder ob man anders auffallen möchte. Ich bin auch durchgeknallt, nur ich mache das jetzt nicht in meinen Videos. So ein bisschen mehr wert das schon. Vielleicht mache ich das auch mal, vielleicht rede ich auch irgendwann mal einfach, wenn ich unterwegs bin. Vielleicht mache ich einfach nur ein Dog-Unterweg-Video, wo ich einfach normal quatsche und sowas auch mal rein und etc. pp. Man kann das ja auch erweitern und so weiter. Nein, Robert Kiel, CK Shock vergleichbar mit Burberry London, für mich nicht. Ist der Yucca Warm von Rasasi gut? Ja. Alter, neue Biersorte. 24, H24 oder H24, Hermes habe ich noch nicht getestet. Natürlich, Le Male Eau Fraiche ist für den Hochsommer, ja. Nee, das ist gut, das ist wirklich gut. Parfümmarke über den besten Entwicklungen in den letzten Jahren. Also für mich einfach Zoologist, wie auch immer. Geht jetzt aber wieder ein bisschen, ja, nicht in eine Richtung, die ich so bevorzuge, im Endeffekt, wenn es um diese Marke geht, weil die anders aufgefallen ist. Dominik, nein, aber ich kenne die Marke, aber ich müsste lügen, nee. Nee, den habe ich nicht geworfen. Eccentric Nummer 4 kenne ich nicht. Von denen kenne ich nicht alle. Den Dreier kennt, nee, den Zweier, den habe ich. Ich verwechsel mal, ich weiß ja aus dem Kopf nicht, welche ich habe. Ich weiß, dass ich Moleküle 1 habe. Eccentric 1. Ich glaube, 1 und 2 habe ich von beiden Seiten. Ach, keine Ahnung. Du fragst aber auch, stellst aber auch Fragen, bist du Veganer? Nein, bin ich nicht. Ich war mal Pesketarier. Eventuell mache ich das demnächst mal wieder. Pesketarier. Kennst du ja dann bestimmt, oder? Wenn du fragst, ob ich Veganer bin. Deo habe ich kein Lieblingsdeo. Easy Cosmetic habe ich vorhin drauf geantwortet, aber da warst du wahrscheinlich bei. Eigentlich ja, aber seit neuestem, die letzten drei Bestellungen dauern einfach zu lange. Und das hat nichts mehr mit Corona zu tun. Sie bieten 12 Stunden an, innerhalb 12 Stunden zu versenden und versenden das letzte Mal nach 4 Tagen. Das geht nicht. Lieblingsessen, Murat.
Ich esse grundsätzlich gern arabische Küche. Ne? Ich esse gern chinesische Küche, aber mein Lieblingsgericht ist Königsberger Klopse. Ja. Was ist ein Pesketarier? Ein Pesketarier ist, der kann alles essen, außer Fleisch, lässt er weg. Ich habe das mal gemacht, 6 Monate. Und es geht ein weit besser ohne Fleisch. Ist einfach so. Wie die Muskeln tun nicht so weh, wenn man was macht, etc. pp. Man muss das ja nicht sein Leben lang machen. Man kann ein bisschen Tiere helfen, meinetwegen retten, aber man tut auch sich für den Körper was Gutes. Eventuell mache ich das irgendwann demnächst mal. Mit Kapern. Ja, klar. Also früher habe ich immer ohne, jetzt esse ich auch mit Kapern. Karl-Heinz, natürlich, war einer, der das kennt, natürlich, ne? Ja, aber Königsberger Klopse isst man mit Kapern. In Endeffekt, ja. Okay. Ernest, ja, da kannst du mir schicken, auf Instagram aber am besten, wenn du das Bild schicken möchtest. Schau mal, was Fenner noch macht. Ich sag's dir, wieso aktuell? Ja, aber Fenner, das wird ja nichts mehr. Also mit Meister wird das doch nichts mehr. Mein Handy ist bald leer. Ich gehe mal kurz rein. Zwei Punkte. Zwei. Okay, wieso? Farin Urlaub von den ersten auch Pesketarier. Okay. Ja, man muss das Veganer, überlegt euch mal, das ist so was. Ne. Im Endeffekt ist auch ohne Zucker, also gar kein Zucker zu sich zu nehmen, auch geil bestimmt. Aber der Körper, ne? Aber es ist fast überall Zucker drin. Und das ohne zu leben. Ich muss zurückgehen, einen Tag, Türkische Liga. Tatsächlich. Ist aber nur noch ein Spieltag, ne? 39, 21, ja, ein Spieltag noch, ne? Deine Oma ist aus Königsberg. Meine Oma kam auch aus Königsberg. Leider lebt sie nicht mehr. Rest in Peace dafür, wirklich schade, ja. The one and only, ja, das waren so und so. Aber meine Frau macht sie fast genauso gut. Aber die von Oma waren natürlich einfach nice. Und da liegt die Betonung auf nice. Leider geht's ja nicht mehr. Ja, einen Duft rausbringen. Im Moment nicht. Vielleicht dann, wenn das keiner macht. Und mal gucken. Le Beau, nein, ist wirklich gut mit der Kokosnuss. Der ist richtig, der ist gut, der Duft. Das sind so Fragen. Ich meine, sind zwar andere Fragen davon abgesehen. Magst du E-Autos oder musst es brumm brumm machen? Ich mache keine E-Autos. Bei mir muss eine V8, richtige Motoren machen. E-Autos. Jetzt könnte man wieder keine Politik hier reinbringen. Sie waren dann auch die Eltern meiner Eltern auch lange nicht mehr sehr. Es ist, ja, schade. Aber das war schon geil, Königsberger Klopse. Zwei Punkte auf jeden Fall. Das, ja, wäre natürlich nice, wenn Ferner das schafft, falls Murat noch drin ist hier. So ist das. Traumwagen.
Ich weiß nicht, wie der heißt. Ich weiß nur, der Geländewagen von Rolls-Royce. Und dann von, wie heißt die Tuning-Firma? Mann. Komplett weg. Silage lange bei Mercedes Clubbank, lange. Silage stark, der Duft, der ganze Duft ist stark. Mann, wie heißt denn die Tuning-Firma von. Die machen, die tunen alles. Die machen auch. Kannst den Namen selber hinten in die Kopfstütze reinmachen. Mein Gott, wie heißt sie denn nochmal? Na, Murat, was? Du weißt es doch. Gehe ich von aus, come also. Nein. Mansory, genau. Mansory, genau. Und da der Rolls-Royce, der Geländewagen. Schon geil. Oder der Suff. Oder einfach ist schön Escalade, Cadillac Escalade finde ich immer geil. Finde ich sehr, sehr nice. Oder so ein Lowrider Ami, hätte auch Stil. Und, aber was heißt Traumauto, Digga? Was heißt Traumauto? Ich fahre doch schon mein Traumauto. G-Klasse Brabus 700er. Was Traumauto? Was Traumauto? Wenn ich mit meiner G-Klasse raufdrücke, dann ist Endstation. Zusammen mit den E63S. Ah, ja. Opel Manta, aber ganz ehrlich, Opel Manta, das waren Zeiten. Mein erstes Auto, ich hatte Opel Corsa tiefer gelegt, den, keine Ahnung, den Knüppel hier abgesägt, damit du kleinere Schaltwege hast. 28er Lenkrad, da hat mich die Polizei gesagt, mach mal Fenster runter und sagen, was ist? Hast du das Lenkrad von der PlayStation genommen? Sag natürlich. Geil. So Hammer. So Hammer, ey. Aber das waren noch wirklich Zeiten. Guck mal, das gibt's alles nicht mehr. Ja, der Brabus null Chancen, Opel Corsa. Ich glaube, ich werde mal wieder den Opel Corsa. Ey, ganz ehrlich, es war aber geil. Das war richtig geil. Nee, aber der Mensch, der Rolls-Royce und dann von Mansory, das ist schon Hammerkiste. Und der Bugatti, der neue Veyron, aber Bugatti. Mein Traumauto ist der Einkaufswagen. Ich unterschreibe das aber. Schön einkaufen, geile Sachen zum Essen kommen. Das ist auch geil. Ohne Scheiß jetzt, ne? Ich meine, das ist wirklich. Ich bin aber wirklich so. Ich bin nicht mit dem goldenen Löffel geboren. Das muss man ganz klar sagen. Peugeot 44 PS. Ganz ehrlich, ey. Hauptsache ein Auto, ey. Also. Das ist wichtig. Hauptsache ein Auto. Du hast kein Fahrrad, ey. In Hamburg wird nur. Hamburg kommt, wird demnächst. Eine Fahrradstadt, fürchterlich. So nach dem Motto. Die Grünen. Aber jetzt komme ich, wie gesagt, keine Politik, aber auf jeden Fall nicht die Grünen wählen. Maserati ist geil. Maserati ist auch nice. Aber ich würde einen Aston Martin vorziehen. Wirklich, ein Aston Martin. Nee, Quatsch, doch Aston Martin, der von Bond, der DB9 oder der neue. Den würde ich vorziehen. Und aber einen Werdegang habe ich ja noch gar nicht erzählt. Ist ja immer so, warum, weiß nicht, ob ich das nochmal mache. Rückenwind 150. Ja, aber immerhin. Guck mal, mein Corsa ich hatte zwar alles fertig gemacht, aber nur 60 PS, aber der fuhr 200. Also es ging fast nichts mehr, wo ich aufs Tacho geguckt habe.
Da musst du mal schon Angst haben. Maybach, ja. Aber die neue S-Klasse ist auch nicht schlecht, die hinten so mitträgt wie beim LKW die Reifen. Das hat natürlich auch Stil, ne? So eine schöne S63 Langversion, aber bitte. Da habe ich auch schon überlegt. Das wäre nice. Aber ich finde diese neuen nicht mehr. Ich finde dann die S-Klasse, wo hinten noch richtig die Breiten, diese neuen sehen alle. Das sieht für mich nicht mehr nach S-Klasse aus. Ich würde mir die so wie Alex auf einen 187 hat sich den geholt. Warum wohl? Weil das noch als S-Klasse, wie eine S-Klasse aussieht, das Ding. Und da muss ich auch nicht mehr so viel hinlegen für. Nur die sind alle verheizt, das ist das Problem. Ja, Heinz, das ist so. Ja, stalk mal mein Instagram. Wie gesagt, da kann man, da bin ich auch immer. Und ja. Nee, ich habe keine Kontakte zu 187. Ich sehe sie öfters mal hier in der Nähe. Glaube, ich will auch nichts Falsches sagen. Hat Maxwell. Maxwell ist ein Wagen, sehe ich auch immer hier. Der parkt hier in der Nähe. Ab und zu mal, wenn er hier ist, in der Nähe, dann. Jesus habe ich auch schon in der Nähe hier gesehen. Und wie gesagt, im Endeffekt in Hamburg ist ja alles ist ja nicht so weit. Ich fahre jetzt, ich müsste mit dem Auto, ja gut, ja, mit dem Auto nachts, sagen wir mal, mit dem Auto fahre ich Viertelstunde, 20 Minuten, dann bin ich auf dem Kiez. Und dann bin ich St. Pauli und da ist so und so 187. Man sieht sie ab und zu mal. Aber Maxwell ist meistens hier bei mir in der Nähe. Bones habe ich noch nicht so gesehen. Und Zafir, die siehst du so und so nicht. Also der ist ja in seiner Hut da immer noch. Und Alex habe ich auch nicht. Aber wie gesagt, Jesus in seiner, in seinem, was fährt er eigentlich? Den Schwarzen, da ist er, habe ich ihn gesehen. Nee, aber Kontakt soweit nicht. Nee. Bis jetzt. Aber ich bin auch nicht einer, der jetzt dahin geht, wo sie an Palm aus Plastik. Und da, ich könnte, dann findet man immer im Sommer, wenn der Sommer jetzt kommt, findet man immer die 187 da. Ich brauche da nur hochgehen und dann sind sie da. Meistens jeden Tag fast da ab Palm aus Plastik. Aber ich bin auch nicht einer, warum geh da hin, sag, will ich ein Foto haben oder ey, Bones. Das meine ich. Das war noch nie so. Das habe ich noch nie gemacht. Wenn das zufällig mal kommt, etc. Aber das ist so wie, mich haben auch schon viele gefragt, kann ich denn ne, ein Foto machen, wenn ich dich sehe? Ja, wenn man fragt, es gibt ja welche, die gleich. So, einmal ganz kurz hier noch. Hörst du ausschließlich Web? Nein, ich hatte ja schon immer, ich komme eigentlich von Hard Rock, Heavy Metal, das war das erste ganz früher. Da habe ich noch mit einem alten Kollegen trainiert, immer richtig Heavy Metal. Dann bin ich 92, 93 rübergegangen zum Web, aber immer noch nie von Rock weggegangen, ne? Nie, immer noch nicht. Und ja, ich höre Rock, Hard Rock, Heavy Metal, Black Metal und Hip-Hop. Welchen Duft Jesus wohl trägt. Also ich weiß, dass Bones gerne, oder hat er jedenfalls, natürlich Boss Bottle trägt. Der Diesel von Chuck Norris fährt mit Strom, ja. Ein Dorf, Gott, das ist so spät, ne? 2 Stunden hier online. Oh. Ein Zara, ein Dorf, Gott, das ist so spät, ne? 2 Stunden hier online. Oh. Ein Zaraf-Duft kostet in einer großen Flasche $150. Lassen wir noch ein bisschen Zeit abwarten. April, Mai. Mal gucken, vielleicht kriege ich das hin, dass Zaraf nach Deutschland kommt. Lieblings-Metal-Band. Oh, ich habe die Namen nicht so. Also Metal fällt für euch. Metallica ist auch noch Metal, ne? Bin ich der Meinung? Hard Rock Metal sind die doch. Dann Metallica, aber meine Lieblingsband, ich höre wirklich, ich bin wirklich Deep Purple Fan. Deep Purple ist geil. Aber
Ja, kennen wahrscheinlich hier jetzt nicht so viele die Purple, gehe ich davon aus. Kiss mache ich nicht so gern. Nur ein Lied. Obwohl das auch eher so ist. Iron Maiden höre ich noch. Da war ich auch auf einem Konzert. Rammstein nehmen wir mal weg. Das hat ja jeder mitgekriegt, ne, dass ich Rammstein-Fan bin. Aber Slipknot höre ich noch gern. Das ist ja Metal. UFO, nee, UFO war ich, das ist nee, auch nicht so meins gewesen. Wer war denn noch da? Led Zeppelin war auch, ist auch nice, jedenfalls. Led Zeppelin kann ich aber eher live nur sehen und nicht so die Alben durchhören. Ich finde auch Sting gut, zum Beispiel. Sting. 8 and Bob, ach ja, sorry, 8 and Bob, das Original ist nice, ja. Also ich habe die Special Edition, die John F. Kennedy. Oder die, nee, nicht John F. Kennedy, Robert F. Kennedy Edition. Heino, ja. Schwarzbraun ist die Haselnuss, ja, wie das Lied da heißt. Heino. Nee, Schlager und Co. ist nicht meine Musik. Da könnt ihr mich mit jagen, ey. Unbekannt, die unbekannt. Auf was für ein Baujahr bist du? Auf jeden Fall glaube ich, ja, das ist noch. 2 Stunden, 2 Minuten online. Das ist auch schon wieder zu geil, weil ich gesagt habe, ich bin ganz kurz online. Das dazu. Zieht es geil, zieht es live. Also Alben mache ich da, das ist auch so ein Ding. Live ja, Alben nicht. Ach so, ich wollte noch mal was aus. Das stimmt, alte Musik ist sehr, sehr nice. Was sieht ihr jetzt eigentlich? Gaming, dann nicht so wie die Freaks, ne? Aber ich habe, also ich spiele mal welche an, ich lade mir die Dinger da live, also live, ich lade mir die Dinger runter, die ist da umsonst. Auf der Playsee jeden Monat gibt. Ich spiele auch viel durch. Also ich habe nicht so viel durchgespielt, außer Uncharted. Ne, die habe ich durchgespielt. Geil, weil ich mache nicht alle Spiele von dieser mit den Controller. Manche sind so beschissen, also eingestellt oder die. Ich mache also bei Uncharted, falls das jemand hier kennt, da finde ich die Steuerung geil. Und deswegen habe ich das auch durchgespielt. Und ich habe früher noch so ein anderes Kriegsspiel da durchgespielt. Aber wie das hieß, das war früher noch aus Österreich, weil das in Deutschland verboten worden ist, wegen den Zeichen. Das darf man hier jetzt nicht so laut sagen und so weiter. Dann macht YouTube hier Alarm. Den Schwachsinn erkennt ihr ja. Wie hieß das denn nochmal? Na, egal. Das war's, aber sonst, ja, NBA spiele ich 2K, ne? War so, wenn ich Lust habe. Alles Mögliche mal kurz andatteln. Und dann spiele ich mal eine ganze Weile. Ich habe Jurassic Park. Ja, Wolfstein, genau, das habe ich das, aber früher, ne, das ist schon lange her, das habe ich durchgespielt. Und dann, ich habe Jurassic Park als letztes, das Spiel, wo man den Jurassic Park aufbaut, weil mein Sohn steht auf Dinosaurier und so, da habe ich mal ein bisschen rumgebaut. Ich trinke, selbst wenn ich besoffen bin, ich singe nicht bei Schlager mit. Das ist nichts für mich. Lohnen sich alle drei? Meinst du, Uncharted? 4 sind das aktuell. Ja, lohnt sich. Kann man auch runterladen. Da kriegst du, auf der, ich weiß nicht, ob du die 5 hast, also auf der 4, aber bei der 5 wird es ja auch, glaube ich, funktionieren. Die habe ich noch nicht. Ich warte mal ab, weil ich meistens immer die Slim kaufe. Ich weiß nicht, ob es die 5 auch in Slim gibt. Den habe ich noch nicht gesehen, die Doku. Okay. Ja, ich weiß nicht, wie hart die ist. Mein Sohn ist 4, ne? Also alles darf er auch noch nicht sehen.
Und ja, wer ist Dog? Also Uncharted in alle vier Teile gut. Ich finde auch Tomb Raider, die neuen, da gab es letztes Jahr, Quatsch, letzten Monat auch umsonst ein Spiel. Das ist auch gut. Von 2001, okay. Irgendwas war da jetzt mit Doku, glaube ich. War da, glaube ich, auch neu in Reich. Ich wusste nicht, dass es so alt ist, okay. Nicht schlecht. Wer ist denn überhaupt noch online? Also wer ist hier live? Sind hier viele live? Wen verfolgt ihr noch so? Mois ist doch bestimmt live. Wer verfolgt Mois, wie er heißt? Mois, ne? Okay. Muss ich jeden Tag eigentlich online? Ich weiß gar nicht, was der Eis so wirklich im Schnitt da macht. Ist wirklich gut. Also Leute, testen. Die Ende dieser Woche, wie gesagt. Und ja, Dog heißt. Ja, wie soll ich das? Eigentlich heißt es ja Hund. Also DOG kannst du schreiben oder DOGG oder DAWG heißt im amerikanischen Dog Hund. Aber wird auch in amerikanischen oder in Amerika als Kumpel, ey Dog, was geht Dog und so weiter. Und deswegen. Was war ich jetzt? Ja, was weiß ich, was ich sagen wollte. Achso. Ne, Ende der Woche oder nächste Woche danach könnt ihr auf jeden Fall den Duft da holen. Und dann gibt es auf jeden Fall einen Gutschein, kriegt ihr ein bisschen günstiger. Nein, ich rieche da wirklich nicht so viel Ambroxan. Der ist wirklich frisch. Vielleicht ein bisschen. Ja, alles ist geil. Würzig, nicht was. Fruchtig, frisch, süß und mit der DNA von Cool Water drin. Na gut, Leute, morgen ist oder heute ist Muttertag. Ich muss auch noch morgen und ganz schnell, bevor dann alles andere erledigt werden muss und wenn ich unterwegs bin mit Frau und Kind ein bisschen, weil morgen wird 28 Grad oder es wird warm. Dann kommt abends noch 18 Uhr, düftete Woche und schaut, wie gesagt, mal bei meiner Fragrance Facebook-Gruppe vorbei. Nochmal. Fragrance Dog, Fragrance Family, Family amerikanisch geschrieben oder englisch, wie auch immer. Da schaut mal rein. Ja, Fragrance Dog, Fragrance Family. Da kann man ein bisschen was zeigen, austauschen, sich Bilder zeigen und eventuell meinen Verkauf. Es ist aber keine Verkaufsplattform da. Mein Administrator dreht sonst durch. Ja, ich bin noch online, aber jetzt gehe ich off, weil morgen wird ein langer Tag unterwegs und so weiter und so fort. Und dann kommt das Video um 18 Uhr und so weiter. So, Leute, dann vielen Dank. Und ja, war wieder cool. Reinhauen und ja, wir sehen uns. Mal gucken, wann ich wieder online gehe. Das geht aber spontan. Meistens eher abends jetzt. Es ist im Moment schon so in, dass man abends online geht. Corona etc. ist klar. Und dann sehen wir uns bald wieder. War auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und dann sage ich mal, gute Nacht, Leute. Bis dann.